Moin Leute, hier zurück bei Far Cry 6. Ja, man fängt jetzt doch hier mittendrin an. Ist natürlich blöd, dann fahren wir da halt gleich hin zur nächsten Mission. Und zwar ist das hier wichtige Erledigungen, Rang 10, da fahren wir jetzt gleich hin. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts großartig Neues. Und dann, ja, fangen wir einfach mal los, würde ich sagen. Los Banditos Update ist auch da. Das wird's dann später machen. So sieht's nämlich aus. Ja, ja, komm, hup. Erstmal ordentlich und steig aus. Ja. Was ist hier aber los? So, jetzt reicht's aber hier doch. Mann, ich bin fast draufgegangen. Ja, ich spiele, wie gesagt, auch auf Action Mode, ne? Nicht vergessen, Action Mode. So, jetzt wollen wir da erstmal hin. Ja. Schon rumhupen. Hupen. Falsch gefahren. Jetzt in die falsche Richtung. Alle Wagen fährt zumindest anständig. Sprich, die nächsten Schritte mit Jelena, dann also zurück zum Hauptquartier von La Moral. Leider kann ich da, oder kann ich da, warte mal. Ich soll auch Schnellreise hinmachen können? Nee, immer noch nicht. Warum? Keine Ahnung. Das ging ja vorhin wieder auch schon nicht. Nerv, nerv. Der jetzt am schnellsten hin. Ja. Oben hoch, unten runter. Hi. Ah ja. Hey, gute Arbeit mit der Rettung. Hab gehört, du hast Benitez den Arsch versohlt? Genau. Ich wünsche, ist hier eigentlich irgendwo auch Banditos Tafel? Egal. Was ist hier los? Rudelbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay, hör zu. Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Woo! Unsere Eltern und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das habe ich immer gedacht. Und dann, eines Tages, spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit einer Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez! Bermudez! Carrillo! Sie verlass ihre Vergehen. Demonstrieren, Flyer verteilen, einen Post von Clara Garcia liken. Fernandez! Jiménez! Benja! Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera! La Moral braucht Mitglieder? Vielleicht. Was denn? Gibt's eine Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral. Wenn ihr mich nehmt. Willkommen im Krieg, Viejo. Viejo! Da geht doch. Wie schalten wir die Admiralin aus? Liegestütze! Das ist der erste Schritt zum Sieg! Das Grand Hotel, Danny. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Carlito, was müssen wir jetzt machen?
Okay. Den Einsatz haben wir erstmal abgeschlossen und jetzt haben wir ganz viele Missionen hier, wie man sieht. Und ganz viele andere Sachen auch noch hier. Belastung. Du hast dir gerade in die Hand geschnitten. Bist du sicher, dass Liegestütze eine gute Idee sind? Was soll ich sagen? Deine Rede hat mich motiviert. Sieh! Der Teil, wo du dir die Waffe an den Kopf hältst und abdrückst, das war irre! Das fand ich gut! Dani muss sich um unser kleines Problem im Hotel kümmern. Warum sagst du das nicht gleich? Wir brauchen nur Carlito und das Hotel gehört uns. Wir müssen vor allem Benitez Konvoi aufhalten. Wir haben verschiedene Ansichten, aber dasselbe Ziel. Hola. Es ist egal, was wir tun. Oder? Alles führt zum selben Punkt. Benitez. Benitez. Wir drei greifen gemeinsam an und ziehen ihre Truppen auseinander. Moment, ich muss mal gucken. Zimmer Service. Ich mache einfach alles nochmal. Ich mache erstmal von jeder eine Mission, glaube ich. Dann Schlangen. Du musst für mich ins Grand Hotel Caballero. Das war mal ein Ferienort für reiche Touristas. Aber Benitez hat es in eine Art Gefängnis-Folterkeller-Höllenloch umfunktioniert. Einer unserer Kämpfer, Hugo, wird dort gefangen gehalten. Das heißt, er hat einen Termin bei der Zahnärztin. Niemand verhört besser als sie. Wenn die Zahnärztin irgendwelche Informationen aus ihm rausholt, sind wir am Arsch. Hugo hat ein gutes Herz, aber er wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Du musst dieses Verhör verhindern, koste es, was es wolle. Ich habe eine Späherin zum Hotel geschickt. Sie wird dir helfen, wenn du ankommst. Und einer von Gilbertos Leuten kann dich an den Wachen vorbeischleusen, hinten in seinem Lieferwagen. Aber du beeilst dich besser, sein Truck wird bald von den Speditionshöfen abfahren. Okay. Benitez darf nicht herausfinden, wo wir sind, dann. Nicht so schüchtern, ich beiße nicht. Zimmer Service. Dann gehen wir mal dahin. Ist auch ein neues Add-on rausgekommen, deswegen ist hier auch mal das komische Gesicht. DLC Vars oder so, glaube ich. War das, ist das richtig? Ich weiß nicht genau. Sag mir, was du weißt. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Verbrennungen oder Chemikalien oder Giften. Davon gibt es in der Nähe nämlich eine Menge. Merkst du, wie die Lunge beim Einatmen brennt? Das ist der Gestank von einer der größten Säurefabriken von McKay. Ich habe gehört, die Soldados schmeißen vermeintliche Parias einfach in die Kessel. Gracias, gracias. Säurefabrik. So, kurz noch hier eben das Ding mitnehmen hier. Was machen wir jetzt? Gucken wir das mal. Nicht geschafft. Ein. Oh. Na toll. Was nehmen wir denn da mal? Zwei verloren, drei bekommen. Naja. Kann nicht immer klappen, ne? So, was haben wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Mal das hier. Los geht's. So, da wollen wir da hin. Wir sind in zwei Markierungen. Bitte was? Bitte was? Ich verstehe gar nicht, warum das zwei Markierungen sind. Ja, ich gehe jetzt, fliege da jetzt einfach mal hin. Ich habe es eben gleich gesehen, dass da noch eine andere Markierung ist. Vielleicht hätten wir auch von da aus mit dem LKW starten müssen. Wir fliegen trotzdem mal in die Basis. Erreiche ich das Grand Hotel, aber ja, der Truck von der Spedition. Eventuell sollte hilfreich sein. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich kann jetzt so hin. Ich gehe jetzt auch so hin. Ja, kann Dani, ich. Ich habe die Lage im Auge und bin in Position. Die Zahnärztin ist schon bei ihm. Pinga. Ich dachte, Zahnärzte kommen immer zu spät. Die sind hier leider nicht. Ich will keinen Zivilisten, ups. Das war die Zahnärzte. Die ist schon mal weg. Oh. Jelena, die Zahnärztin ist tot. La Moral ist erst einmal sicher. Das sind echt gute Neuigkeiten, Dani. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Was denn? Das Hotel. Ich übernehme es. Alter, hier von dem Damage, ich wisch einfach gar nichts. Sicher, dass du nicht zu La Moral gehörst? Ich meine ja nur.
Schmeiß ich mit Granaten hier durch die Gegend. Ich glaube. Irgendwie haben wir es geschafft. Wie auch immer. Aha. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Wir sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder... Unsere Wirtschaftsinteressen ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada. Und Kat, bin weg. Señor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Admiral Benitez. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Oh oh. Die ist wohl ziemlich überzeugt von ihrem Job. Halbwegs. So, Einsatz abgeschlossen. Ich habe irgendwie den Schlüssel gerade gekriegt. Yippie. Da gibt's auf jeden Fall noch was zum Looten hier. Ah ja. Ich bin ja auch rein wie ein Berserker, ne? Aber es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Frage, wo ich hier hin muss. Hier ist ja noch was zum Looten, zum Mitnehmen. Oh, ein Schlüssel. Ist das ein Keller oder was ist das hier? Wo muss ich denn da hin? Ich muss den Raum mal eben finden, sorry. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Wie läuft's? Ja, so lala läuft es. Ich finde diese blöde den Eingang zur Kiste nicht. Ach, da. Aha. Schießpulver. Da ist auch noch irgendwas angegeben hier. Ich glaube, das ist nach oben. Ich glaube, ich was übersehen. Moment. Ist noch was auf dem Tisch oder so? Ach, da. Im
können wir schon alles mitnehmen. So, jetzt haben wir das hier erobert. Die nächste Mission ist auch da. Gut, da ist noch eine Mission da. Wundert mich ein bisschen. Aber ich will jetzt noch mal ein paar Sachen hier erledigen, wie hier den Hinterhalt machen und hier nochmal den Kontrollpunkt erledigen, würde ich sagen. Und dann machen wir die nächste Mission. Das machen wir alles schön nach und nach. Ne? Ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumballern. So. Ich muss erstmal ein paar Sachen erobern hier. Warte mal, kann ich nochmal mit ihr sprechen? Ja, dann sagt ihr mir nochmal irgendwie einen Ort oder so. Das hier dürfte dich interessieren. Ja. Was kannst du mir sagen? Wir haben eine verschlüsselte Nachricht abgefangen. Es geht um eine Vorratslieferung. Schlag vor dem Militär zu, Danny. Die Vorräte können wir gebrauchen. Gracias. Na, Abfangmission nerven. Die nerven. Jetzt gehen wir erstmal zum Hinterhalt. Machen den erstmal fertig. Geht zu EP, damit ich einen Rangaufstieg habe. Da ich jetzt erstmal auf Rang 13 kommen, wenn ich ein bisschen mehr Damage mache. Scheiße. Die Guerilleros da brauchen Hilfe. Genau, die brauchen echt noch Hilfe, ne? Dann werden wir auch nicht lange fackeln. Da werden wir direkt einfach mal unsere Dings reinballern. Ja. So. Et voilà, und schon war's das. Es brennt! Ja, es brennt. Ich muss mal kurz irgendwas erledigen hier. Tada! Rangaufstieg! So schnell geht das, meine Damen und Herren. Die Katze lassen wir da mal im Käfig. So, jetzt geht's weiter. Geil. Das ging ja richtig fix hier. So kriegt man EP, Leute. So kriegt man EP. Dass mir Zahnärzte so schnell ging, habe ich auch ein bisschen gewundert. Ich meine, ist gut, aber... Das geschietet anscheinend. Ich nehme da auch nochmal was anderes nochmal hoch. Mal gucken. Ich muss erst ein bisschen hier clearen, ein paar Schnellreisepunkte fertig machen. Und so. Wie gesagt, EP sammeln ist so wichtig. Das kommt ja halt einfach nicht weiter. Es hilft. Also lande ich dann am besten mal ein bisschen Strand von der anderen Seite. Diese Übertragung von Castillos Löwen. Hier spricht Clara Garcia und es wird Zeit, dass wir mal was aus dem echten Jara hören. Das ist ein Gegner, das ist meiner. Das rennt der hier im Strand rum mit dem Bazooka. Was ist das denn? Der Alarm muss weg. Wir brauchen hier Hilfe! Ich glaube, das war's, oder? Wo ist das Schild? Wo ist das blöde Schild? Hm. Komisch. Naja. Schlüsselkarte. Immer schön brav alles mitnehmen. Sonst Mist. Muss ich nur noch eine Waffe. Okay. Ja, aber wo ist das Schild? Ach da. Ist das Schild? Ich glaube schon. Hoffe ich zumindest. Jo. Klong befreit.
geht doch. Ich meine, Flugzeug da noch irgendwo, wollte ich gerade sagen? Nö, natürlich nicht. Oben ist sogar noch eine Kiste. Ich fahre noch mal kurz hin. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt können wir unsere Vorräte hier durchtransportieren. Okay. Steuerung. Das ist nochmal ein Helikopter-Ding da. Na egal. Ich fahre jetzt mal kurz eben hoch. Das ist noch irgendwie eine Kiste anscheinend. Nicht doch nicht? Ah, rechts war das die. Ach, die Jagd haben das Ding sicher gemacht. Nicht bestimmt noch nicht, Kescher. Okay, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Hier ist keiner, der es bewacht. Umso besser. Fuß betreten ohne Gegner. Das läuft. Easy. So. Hier ist noch. Habe ich es nicht mitgenommen? Habe ich doch mitgenommen. Komisch. Moment mal. Ich glaube, wir machen noch den Außenposten hier, würde ich sagen. Ich glaube, den nehmen wir auch nochmal hoch, oder? Ein bisschen ballern muss mal eben sein. Ich brauche EP. Schade, dass ich so ein Helikopter nicht rufen kann wie ein Auto. Das wäre so super. Oh, da oben. Sorry. Oh, das ist ein Mitspieler da oben, würde ich halt sagen. Kein Mitspieler, sondern Bandito. Clara, ich sehe hier eine Satellitenstation auf einem Plateau in einem Kakaoanbaugebiet. Du bist in der Gemeinde Fernando. Die Soldaten nutzen diese Station, um uns zu belauschen und unsere Verbündeten zu jagen. Befreie alle, die sie dort gefangen halten, und erobere die Station für Libertad, Danny. Wo bitte? Wo? Was? Ein Alarm. Alerta! No estamos a salvo! Sei falsch. Das ging ja fix hier, ey. Das ist ja so easy mittlerweile. Ja, es kommt, wenn man levelt, ne? Dann geht ja sowas hier. Satellitenstation Roca Piquena. Hier! Yeah. Genau so und nicht anders. Das ist natürlich, war das hier ein Shop oder was? Büroschlüssel. Ja. Ubisoft Kern aus Ausgang abgeschlossen. Yay. Muss man kurz hier alles looten. Ich werde bestimmt auch wieder irgendwas übersehen. Was denn sonst? Wie auch immer. War von der gerade ein bisschen rum hier. Ja.
das Kroko auch einen Namen? Bringt das hier irgendwas? Nö. Erst wenn Antons Regime gestürzt ist, haben wir unsere Freiheit wieder. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Irgendwas Tolles. Warte mal. Die Waffe nicht, die Waffe übersehen. Wo ist die denn? Da oben. Okay. Das war doch eine Handgun oder so. Mal schauen, was rein. Oh. Okay, Halbes-Gewehr. Okay, alles klar. Ja, super Sache, würde ich sagen. Super Sache. Mal kurz gucken, ob ich das Lager schon mal ausbauen kann wieder. Dazu muss ich aber eben kurz zurückreisen. Mal schauen. Aber wie man sieht, es geht echt gut von der Hand irgendwann. Man hat sich irgendwann eingegroovt auf das Spiel. Passiert natürlich trotzdem immer noch Fehler und es gibt auch Bugs, aber insgesamt läuft es eigentlich ganz gut. Kannst du mit Elektrowerkzeugen umgehen? Ja. Oh, kann ich auch noch nicht. Metall fehlt mir. Okay, alles klar. Metall und hier fehlt mir Benzin. Gut zu wissen, good to know. Ja, dann sehen wir uns auch nächstes Mal wieder, würde ich sagen. Und dann starten wir mit der nächsten Mission. Dazu muss ich natürlich erstmal dahin reisen. Und dann, ja, mal schauen, was uns dann hier so durch Yara führt. Welche Missionen kommen. Und erstmal danke fürs Zusehen, danke für den Support. Reingehauen, bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry 6. Tschüss.